Hallo und herzlich willkommen, Esperto, hier zu einem weiteren Let's Play Left 4 Dead 2. Wir sind endlich bei der letzten Mission in der Kampagne Dunkler Karneval angekommen. Heute meine Gäste Rockstar. Hallo. Wolf. Wow. Und Huffy Coffee. Hallo. So, und wir haben jetzt heute ein monumentales Ereignis, nämlich wir haben den Kampf Wer darf Nick spielen in dieser Let's Play-Serie. Wer hat das Vorrecht auf diesen Charakter? Und da geht es jetzt in die Endentscheidung. Geht's jetzt in die Endentscheidung zwischen Rocky und Huffy? Und jetzt sehen wir das Ergebnis. Nein! Huffy! Nein! Hat sich ja dann wohl entschieden. Erstmal, wo ich nicht Nick spiele, ne? Das Schicksal. Deswegen werden wir auch verlieren. Ich sehe es kommen. Ich sehe das kommen. Ja. Ich habe so dieses Feeling. Ja, weißt du, wenn ich da runterspringe, weißt du, da zerbrechen ja sofort meine Beine, weißt du? Ja, weil ich keine Jump-Moves mehr machen hier. Du bist ja auch so oft so Kamehameha-mäßig überall hin. Natürlich. Ja, natürlich. Wie komme ich denn so? Strategie? Haben wir eine Strategie oder sowas? Eine Strategie, zusammenbleiben, überleben. Das ist irgendwie bei der ersten Sache. Bei First ist. Bleiben wir auf der Bühne oder gehen wir hoch oder wechseln wir ins Ecke? Man bitte nicht solche Ausdrücke. Zwei zu Molotow-Ecke und zwei zu. Ich bin immer noch der Meinung, wir werden das situationsbedingt machen. Ich habe nämlich keinen Bock, irgendwie die halbe Zeit auf der Bühne irgend so ein Drecks-Charger und einen Tank, und der Tank wird uns sowieso auseinandertreiben. Deswegen kannst du bei einem Großteil von dieser Map eigentlich nicht davon ausgehen, dass du vorher klar machen kannst, was, wo, wer macht. Das funktioniert zum Teil gar nicht. Habe ich leider schon feststellen müssen. Online ist es super nervig. So, wir können loslegen. Du brauchst die Scheiße gar nicht irgendwie. Hör auf mit dem Bullshit, okay? Ich habe auf leicht gestellt, also wir können uns echt ab. Knallen. Das geht auf die Munition, mein Freund, Herr Gesäßtaschenerotik. Das ist mein Klo. Alles, was hier drin ist, gehört mir. Das ist auch mein Klo. Okay, dann nehme ich dann halt die Kills. Dann nimm doch die Kills. Wer ist denn da zurückgegangen? Rocky, was ist los? Lade. Ich wollte gucken, ob da vorne was im Klo war. Der hat einmal geschossen. Ich gehe direkt auf die Bühne, schmeiß einmal nur die Boomer-Kotze weg. Dann. Achtung! Oh, mein AK. Einer muss jetzt auf der Bühne den Knopf drücken. Bin ich dabei? Ich renne. Also. Und es werde Licht. Kann die Party losgehen? Ja, klar. Wo ist der Hunter denn hingeflogen? Oh, Hunterlein! Hunter down. Nein, ich will meine Waffe behalten. Das quietscht die Person so, oder? Hallo, Boomer! Danke, Rocky! Bitte, bitte. Ja? Feuerwerk! Feuerwerk! Und jetzt nochmal Lichtschau! Doch nicht! Die kleine Kuh aus Malibu, aus Malibu, aus Malibu! Okay. Ah, ich brenne ja, wenn ich durch die Funken da bin. Okay, die Typen sehen schon mal illustre aus. Irgendwo Hunter? Ja, da oben auf der Bühne. Ja, jetzt auf der Bühne, genau. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. Es war Absicht. Das hat ein bisschen wehgetan. Ja, aber nur ein bisschen, oder? Nur ein bisschen. Okay. So. Hey, runter von der Bühne! Oh, er gitarrisiert wieder welche. Lass mich in Ruhe, Mann. Ja, und ich lauf genau da rein. Ich gitarrisiere dich! Haha! Warum mache ich das eigentlich? Ich habe doch gar keine Waffe in der Hand, ich Dödel. Wo ist denn der? Oben, links. Ich sehe nix. Da ist er. Ah, da, hi.
Nein, Steinchen kannst du mal behalten, mein Freund. Oh mein Gott, ich häng fest. Ich hab vergessen, dass... Ey, Junge, ey, komm, mal ohne Spaß, ey, wir sind doch Kollegen, ey. Boah, ich muss mich heilen. Storm. Oh mein Gott, gut, dass wir das auf leicht gestellt haben. Also bei der nächsten, beim nächsten Let's Play spielen wir wieder auf Mittel. Aber bei dem Ding hatten wir bisher so viele Probleme, warum auch immer. Vorher, wenn wir das so ohne Aufnahme gespielt haben, haben wir das ja immer geschafft. Und das sogar ganz locker. Und jetzt irgendwie haben wir, immer wenn wir Aufnahmen gemacht haben, super Probleme bei Dunkler Karneval gehabt. Bei Dark Carnival. Deswegen seid uns da nicht böse. Ein Jockey ist hier irgendwo. Muss man mal Gitarre mal wieder stimmen hier. Vor allem das Geilste immer noch an Dunkler Karneval ist, das Quieken der Clowns, wenn sie entgegenlaufen. Ja, das finde ich auch total süß. Ja, du machst das so, dass ich nicht mehr nach links gehen kann. Ich kann hier aber auch nichts mehr machen, ihr holt die ganzen Kills. Ich bin total traurig gerade. Eigentlich kann jetzt mal langsam aber sicher der zweite Tank kommen. Also bis jetzt ist alles mega easy. Ja, finde ich auch irgendwie, ne? Aber haben wir mal wieder nicht so ein großes Maul, bevor wir das wie letzte Mal so total drauf gehen, ne? Ja, also große Schnauze haben können wir gut, aber meistens ist es dann im Endeffekt nicht so. Wie oft haben wir schon Eigentore hier gemacht, also... Yeah, hört, was ich singe. Ja, dann sing doch mal. Ja, sing was. Hier, du bist jetzt im Fernsehen. Wow, Tank. Wow, Tank, wo? Hallo, Tank. Hast du einen Stein nach mir geworfen? Finde ich jetzt gemein von dir. Was, willst du mich veräppeln? Das war ein schneller Down-Tank. Ja, diese Lichtshow, Jungs. Ja, dann sing mal was hier! Ich hab Lampenfieber. Okay. Helik hab ich. Der fliegt nach rechts, kommt rüber. Kommt mal, Tank. Mach die Tür auf. Was? Was flieg ich? Ich bin auf einmal nach oben geflogen und nach unten gefallen. Ohne Sinn und Verstand. Soll ich dich noch kurz wiederbeleben? Das ist mir egal. Der Defi liegt auf der rechten Seite der Bühne, unweit von euch. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich nach oben geflogen bin. Echt nicht. Das hatten wir noch nie. Es gibt immer ein erstes Mal, aber... Jetzt ist auch noch ein Tank da. Ja, ja. Das ist ja... Helft mal Rocky. Dankeschön. Gerne. Kommt rein, bitte. Wer ist bei mir? Ja. Muss die ganzen Groupies noch weghauen? Tja, das hätten wir endlich geschafft. Boah. Ey, aber ich bin... Das könnt ihr im Let's Play euch morgen auf YouTube angucken. Ich bin nach oben geflogen, ohne Sinn und Verstand. Und auf einmal war ich tot. Na, egal. Ich danke fürs Zusehen. Das war der dunkle Karneval. Wieder ein Let's Play mit meinen wunderbaren Gästen. Rocky. Jo. Wolf. Jo, und Hoffi Koffi. Jo. Abonniert meinen Channel. Haut rein. Ciao. Ciao.